Ausbildung im Gartenbau mit Köpfchen und Hightech für mehr Grün. Guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich hier in das Interview einzubringen. Wir möchten Ihnen heute die Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen und uns ein bisschen darüber unterhalten. Deshalb haben wir Sie als Experten eingeladen, um die Möglichkeiten im Gartenbau gerade hier in der Region vorzustellen. Mein Name ist Simone de la Motte. Ich arbeite bei Agrobusiness Niederrhein und bin für das Projekt Agropole zuständig. Ziel dieses Projektes ist es, Schülerinnen und Schüler und Studierende auf die Karrieremöglichkeiten im Agrobusiness und der Grenzregion aufmerksam zu machen. Frau Dr. Schirocki, vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Anke Schirocki und heute bin ich Geschäftsführerin der Netzwerkinitiative Agrobusiness Niederrhein. Meine Karriere habe ich aber angefangen mit einer Ausbildung im Zierpflanzenbau. Und dann hat mich das von Niedersachsen zum Niederrhein gebracht, weil hier eins der bedeutendsten Gartenbaugebiete in Deutschland ist. Nirgends gibt es so viele Zierpflanzenbaubetriebe wie am Niederrhein. Und das erkennt man schon, wenn man durch die Region fährt und all die vielen Gewächshäuser sieht, die dort stehen. Es gibt also klasse Jobchancen für Gärtner, weil es gibt auch viele Arbeitgeber. Und das ist nicht nur am Niederrhein so, sondern auch in der angrenzenden Region in Niederlande, sodass man als Gärtner auch Auslandserfahrung direkt vor der Haustür sammeln kann. Und es gibt viele Unternehmen, die mit dem Gartenbau zusammenarbeiten und auch die stellen gerne Gärtner ein, sodass man da auch Weiterentwicklungschancen hat. Also beste Voraussetzungen für eine spannende Berufslaufbahn. So spielt der Gartenbau hier in der Region eine sehr große Rolle. Herr Fischer, Sie sind Ausbildungsreferent im Landesverband Gartenbau NRW. Wir haben eben gehört, dass der Fachkräftebedarf im Gartenbau hoch ist, die Branche aber auch in Sachen Ausbildung einiges zu bieten hat. Was ist das? Gartenbau ist sehr vielseitig, sehr vielfältig und gerade am Niederrhein haben wir natürlich ganz viel Bedarf und auch natürlich Bedarf an Fachkräften, die im Gartenbau arbeiten. Aber so einfach ist es nicht. Jeder denkt, Gärtner ist der Beruf. Gärtner ist aber nicht gleich Gärtner, weil dadurch, dass der Gartenbau so vielseitig ist, gibt es 7 Ausbildungsberufe im Gartenbau. Da möchte ich mal kurz einteilen in 3 Bereiche. Einmal in der Produktion, also Gärtner, die Pflanzen produzieren. Dann haben wir den Bereich der Dienstleistungen, also die gärtnerische Dienstleistung anbieten. Und dann am Ende der Handel, also letztendlich müssen die Pflanzen ja auch wieder verkauft werden. Ja, beginnen möchte ich mal mit der Produktion. Wir kennen alle Bäume, Gehölze, alles, was draußen wächst und gedeiht. Das sind Pflanzen, die in der Baumschule produziert werden, also beim Baumschulgärtner. Der produziert Gehölze und arbeitet draußen, kann man sich hier eigentlich so weit vorstellen. Dann gibt es den Staudengärtner, der beschäftigt sich mit der Anzucht von Stauden. Dann haben wir den Obst- und Gemüsebau. Da geht es um die Produktion von Gemüse und Obst, also um Nahrungsmittel. Also auch der Bereich gehört mit in den Gartenbau. Und als letzter Bereich der Produktion ist der Zierpflanzenbau. Und da sehe ich natürlich hier gerade am Niederrhein den sehr gut vertreten. Zierpflanzenbau, was ist das? Da geht es um Zierpflanzen und Topfpflanzen, um Pflanzen, die es gerne wärmer möchten. Und die werden dann in der Regel auch in einem Gewächshaus produziert. Von der kleinen Pflanze bis zum fertigen Produkt am Ende, das dann natürlich dann in die Vermarktung kommt. Also man sieht, der Gartenbau ist sehr vielseitig. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und die Gemeinsamkeit ist die Pflanze und die Liebe dazu. Und naja, ich denke mir, werden heute noch ein paar Informationen darüber bekommen, aber ich denke mir, der Schwerpunkt wird heute im Zierpflanzenbau liegen, weil wir am Niederrhein ja doch so viele Betriebe in dem Bereich haben. Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Das war jetzt schon mal eine kurze Übersicht, wie vielfältig das Angebot im Gartenbau ist. Wir werden uns heute einmal auf den Zierpflanzenbau fokussieren. Jetzt schaue ich mal auf meine Gäste hier und sehe Andreas Pellens. Stellen Sie sich und Ihren Betrieb kurz vor und was macht eine Ausbildung bei Ihnen im Betrieb attraktiv? Mein Name ist Andreas Pellens von Pellens Hortensien aus Geldern. Ich führe den Gartenbaubetrieb hier in dritter Generation. Wir produzieren auf gesamt 15 Hektar Betriebsfläche, produzieren wir Hortensien.
Und es macht einfach Spaß, mit Pflanzen zu arbeiten, mit Menschen zusammenzukommen, im Team zu arbeiten. Und wir bilden bei uns auch aus. Und das machen wir wohl gemeinsam mit zwei weiteren Betrieben hier in Geldern. Und eine Verbundausbildung, dass man also ein Jahr in jedem Betrieb machen kann. Und dadurch kriegt man auch noch ein bisschen Einblick in die anderen Bereiche. Da ist noch ein Phalaenopsis-Betrieb, also ein Orchideenbetrieb dabei und ein Betrieb, der Balkonpflanzen und andere Zimmerpflanzen macht. Vielen Dank, Herr Pellens. Jetzt haben wir auch einen Auszubildenden aus dem Betrieb von Herrn Andreas Pellens, Herr Benjamin Banse. Sie machen Ihre Ausbildung als Zierpflanzengärtner im ersten Ausbildungsjahr, wenn es richtig ist. Warum werden Sie Gärtner? Im Mai habe ich hier als Aushilfe angefangen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann jetzt zum 1.8. die Ausbildung hier angefangen habe. Beschreiben Sie mal einen typischen Tag im Zierpflanzenbau und was sind die wichtigsten Aufgaben? Ja, zum Beispiel jetzt die Pflanzen bessern und auch dabei sicherstellen, dass die alle Nährstoffe kriegen und dass da alles in Ordnung ist. Und jetzt gerade sind wir zum Beispiel die Pflanzen an den Blättern. Ist quasi ein bisschen eine Fließbandarbeit aktuell, also das sehr vielseitig auf jeden Fall. Was schätzen Sie an dem Beruf? Was macht besonders viel Spaß? Mir persönlich macht die körperliche Arbeit halt sehr viel Spaß, so was ich vorher auch nicht wirklich gedacht hätte. Und halt auch die Vielseitigkeit, dass man immer was anderes macht. Ja, super. Vielen Dank, Herr Banse. Herr Pellens, was muss ein Bewerber mitbringen, der im Gartenbau die Ausbildung mit Erfolg abschließen will und Spaß an der Arbeit hat? Also er sollte auf jeden Fall Freude an der Natur haben, Freude daran haben, mit lebenden Produkten zu arbeiten. Teamgeist ist ganz toll. Wir haben wirklich, wir arbeiten mit Menschen. Es ist zwar teilweise auch schon mal Arbeit an der Maschine, aber es ist trotzdem immer noch Gemeinsamkeit dabei. Man sollte auf jeden Fall auch körperliche Arbeit, wie Benjamin schon sagte, eben auch mögen. Und ich glaube, wenn man dann mit wirklich jeden Tag mit Freude kommt und Spaß an der Arbeit hat, dann hat man auch da eine gute Zukunftsperspektive, auch auf Dauer glücklich zu werden. Ja. Super, vielen Dank. Wir haben aber auch noch andere Experten hier in der Runde, und zwar Daniela Peters von der Landwirtschaftskammer NRW. Sie sind zuständig für die Nachwuchswerbung. Bitte stellen Sie sich kurz vor und was heißt das genau, Nachwuchswerbung? Ja, ich bin für die Landwirtschaftskammer im ganzen Land NRW unterwegs, auf Ausbildungsmessen, in Schulen zum Beispiel und auch bei der Arbeitsagentur und stelle dort die Ausbildung in den grünen Berufen vor. Wir haben ja außer dem Gartenbau noch mehr Berufe in der Landwirtschaft zum Beispiel oder eben auch die Hauswirtschaft gehört in NRW mit dazu. Ja, und ich versuche halt Jugendlichen zu erklären, was es mit diesen Berufen auf sich hat, warum die viel Spaß machen und warum man auch hier Karriere machen kann. Frau Peters, Sie kennen sich mit den Möglichkeiten der Weiterbildungen im Gartenbau aus. Können Sie uns hierzu etwas berichten? Ja, sehr gerne. Also wir haben im Gartenbau sehr, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir haben in Essen die Fachschule für den Gartenbau und dort werden zwei Weiterbildungen angeboten. Das ist einmal der einjährige Ausbildungslehrgang zum Meister, zur Meisterin oder die zweijährige Fachschule zur Agrarbetriebswirtin, zum Agrarbetriebswirt. Die Meister werden zum Beispiel in Führungspositionen eingesetzt nach ihrer Ausbildung. Agrarbetriebswerte werden zum Beispiel auch in der Betriebsleitung eingesetzt. Und beide Ausbildungen beinhalten auch die Ausbildereignung, sodass eben auch die Ausbildung häufig den Meistern oder Agrarbetriebswirten übertragen wird. Und diese Fachschule erhebt kein Schulgeld. Dort werden eine Prüfungsgebühr und eine Aufnahmegebühr erhoben, aber dadurch kann man sich das auch als junger Mensch ganz gut leisten eigentlich. Den Unterhalt kann man über BAföG sicherstellen und ja, wie gesagt, auch diese Bereiche, dort werden immer Fachkräfte gesucht. Also auch hier
kann man immer gute Berufschancen wahrnehmen. Super, vielen Dank für Ihre Information. Herr Jansen, Sie sind ein weiterer Ausbilder in der Runde und arbeiten in einem großen Jungpflanzen- und Fertigungsbetrieb. Da könnte ich mir vorstellen, dass da recht viel unterschiedliche Technik gibt, die im Betrieb angewendet werden. Das muss doch ganz spannend sein, mit der Technik umzugehen. Bitte stellen Sie sich und Ihren Betrieb kurz einmal vor. Ja, ich bin Marek Jansen, 28 Jahre alt. Ich bin Betriebsleiter bei uns im familiären Betrieb. Wir sind, also ich habe noch zwei Geschwister und dann gibt es ja noch meine Eltern, die sind auch noch voll im Betrieb mit tätig. Gegründet wurde die Gärtnerei von meinem Opa als Gemüsebau eher. Und mein Vater hat sich dann ganz gezielt auf die Heide spezialisiert und diese haben wir jetzt so weit ausgebaut, dass wir da jetzt mittlerweile über 40 verschiedene Produkte im Herbst anbieten können. Mit den Kaluna Vulgaris, mit den Beauty Ladies. Und sind da auch mit einer der Marktführer. Ja, und jetzt geht es in die dritte Generation. Wir müssen gucken, dass wir weiter am Ball bleiben. Das heißt, in der Technik müssen wir immer up-to-date sein. Mittlerweile ist es so, dass man Pflanzen nicht mehr alle von Hand verarbeitet, sondern man nimmt dafür einen Roboter, man nimmt dafür einen Pikomaten, heißt das, Pikieren, der Arbeitsschritt verläuft nicht mehr von Hand. Der ganze Transport der Pflanzen erfolgt über Stapler, teilweise gehen die Bewässerungsanlagen automatisch, Gießwagen, die man per Computer steuern kann, genauso wie eben das Klima in den Gewächshäusern. Das lässt sich so steuern, dass man wirklich automatisch immer das beste Klima für die Pflanze erzeugen kann. Auch in einer gärtnerischen Ausbildung geht es mit der Schule weiter. Wir sprechen ja von einer dualen Ausbildung, das heißt Ausbildungsbetrieb und Berufsschule. Welche Fächer werden unterrichtet, Herr Jansen? Ja, in der Schule gibt es natürlich grundlegende Fächer, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Mathe. Das braucht man, um zum Beispiel Spritzbrühe ausrechnen zu können und die Konzentration und die Aufwandmenge, die halt ausgebaut werden muss. Dann Deutsch, Wirtschaft und Soziales, ganz klar. Dann Produktions- und Bautechnik, damit man weiß, wie so Gewächshäuser aufgebaut sind, wie Produktionsprozesse ablaufen sollten. Dann natürlich auch zur Pflanze, Pflanzenverwendung, natürlich ein ganz wichtiges Fach und zu guter Letzt auch Beratung und Vermarktung muss man natürlich auch können, wenn man Gärtner ist, sollte man natürlich darauf vorbereitet sein. Alles in allem hat man auf jeden Fall ein ordentliches Paket, um mit gutem Grundwissen dann ins Gärtnerleben einzusteigen. Wie sieht das aus mit den Pflanzen? Muss man da alle Pflanzen beim Namen kennen? Muss man das alles lernen? Ja, ich denke, das sind schon eine Menge Pflanzen, die man lernen sollte. Ich glaube, es ist auch schön, wenn man mit Freunden zum Beispiel unterwegs ist und da fragt einen Freund, guck mal, was ist das denn für eine Pflanze? Und du stehst als Gärtner da und kannst nicht sagen, was es ist. Das ist ein bisschen blöd. So, da kann man natürlich immer gut punkten. Und ansonsten, ja, es sind schon eine Menge Pflanzen, die da gelernt werden müssen. Aber ich denke, das sollte man hinkriegen. Okay, dann vielen Dank für die Informationen, Herr Jansen. Und jetzt noch mal eine Frage an den Auszubildenden der Firma Jansen, Niklas Felling. Warum haben Sie sich für den Betrieb Jansen entschieden? Im wievielten Lehrjahr sind Sie? Also ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich habe mich für die Firma Jansen entschieden, weil meine Mutter hat dort auch bereits eine Ausbildung gemacht. Ich wusste, dass der Betrieb ziemlich fortgeschritten ist von der Technik mit dem Topfroboter. Oder Rückroboter gibt es inzwischen auch schon. Und er ist halt viel moderner als manch andere Betriebe. Eine Frage, gibt es im Gartenbau auch ein Berichtsheft? Da muss man Tagesberichte schreiben, um mal ein paar Sätze schreiben, was man den ganzen Tag lang gemacht hat. Wetterberichte können hinzugefügt werden, sowie Kulturberichte, wo man dann zum Beispiel ein Kulturverfahren beschreibt oder sonst andere Tätigkeiten, wie Maschinen funktionieren. Welche beruflichen Pläne haben Sie nach Ihrer Ausbildung? Also nach meiner Ausbildung habe ich eigentlich vor, erstmal meinen Meister abzuschließen. Ich möchte danach ein Auslandsjahr machen im Gartenbau, um mal zu sehen, wie andere Länder im Gartenbau auch arbeiten. Und anschließend natürlich auch den elterlichen Betrieb
übernehmen. Super, vielen Dank. Herr Pellenz, was empfehlen Sie einem Jugendlichen, der eine gärtnerische Ausbildung bei Ihnen machen möchte? Als erstes vielleicht, dass er mal eine Mail schickt mit dem Lebenslauf und eben, dass er die Ausbildung machen möchte. Dann gerne ein persönliches Gespräch, zu einem persönlichen Gespräch vorbeikommen. Vielleicht ein Praktikum empfehlen wir immer, gerade auch bei uns im Verbund mit den drei Betrieben, dass die einfach auch die Vielfältigkeit schon im Praktikum, schon vor der Ausbildung sehen, weil die drei Betriebe bei uns im Verbund sind eben alle unterschiedlich. Da gibt es von modernster Technik bis hin zu noch mehr Handarbeit und Freilandflächen ist alles gegeben. Und das kann man sich am besten wirklich persönlich anschauen. Toll. Ja, das glaube ich auch. Herr Fischer, noch eine Frage an Sie. Wo können sich interessierte Jugendliche denn noch über die Ausbildung im Gartenbau informieren? Also es gibt natürlich im Internet, ist das ja die Quelle für ganz viel Informationen. Und zwar gibt es eine Seite, das ist eine Bundesseite, die heißt, oder die findet man unter www.beruf-gärtner-mit-ae-geschrieben.de. Da findet man zum einen natürlich ganz viele Informationen über das, was wir eben gesprochen haben, über die einzelnen Ausbildungsfachrichtungen, die es gibt, auch über die Meisterschule, über die Fort- und Weiterbildung, über Studienmöglichkeiten. Weil klar, Gartenbau ist auch eine Möglichkeit, in der man ein Studium machen kann. Da gibt es aber auch, und das ist ganz interessant, das ist natürlich für den Anfang ganz wichtig, eine Adressdatenbank, über die man Ausbildungsbetriebe findet, hier bundesweit, aber natürlich auch in Nordrhein-Westfalen. Und ja, man kann dort auch kleine Interviews sehen von Auszubildenden, die berichten, warum sie die Ausbildung im Gartenbau gemacht haben. Also ein rundum Informationserlebnis, sage ich mal, um die Ausbildung im Gartenbau. Dann aber gibt es noch eine Seite der Landwirtschaftskammer, also unter www.landwirtschaftskammer.de. Dort gibt es auch für Nordrhein-Westfalen Informationen um die Ausbildung, aber auch Adressen von Ausbildungsbetrieben. Super, vielen Dank. Jetzt noch zum Schluss eine Frage in die Runde. Ausbildung im Gartenbau ist super, weil, Herr Pellenz? Die Arbeit sehr vielseitig ist. Frau Peters? Weil man jeden Tag etwas Neues kennenlernt. Herr Banse? Weil wir anderen Menschen eine Freude bereiten. Herr Felling? Man kann mit sehr viel Technik arbeiten. Herr Fischer? Ja, man kann gesunde Lebensmittel produzieren. Herr Jansen? Weil man viele verschiedene Formen und Farben produzieren kann und somit emotional die Menschen erreichen kann. Und Frau Dr. Scirocchi? Weil man mit dem Beruf Gärtner tolle Karrierechancen hat. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie sich die Zeit genommen haben, den Schülerinnen und Schülern den Einblick in den Gartenbau und deren Ausbildungsberufe zu geben. Habt ihr noch Fragen an die Referenten zum Thema Gartenbau? Wir haben für den Tag der Ausbildung eine WhatsApp-Gruppe erstellt, die bis Sonntag, den 31. Januar, aktiviert ist. Dort könnt ihr alle Fragen zum Thema Ausbildung im Agrobusiness loswerden. Den Link zu dieser Gruppe findet ihr auf der Internetseite des Berufskollegs Geldern und auf der Webseite von Agrobusiness Niederrhein. Beides verlinken wir hierunter unter dem Video auch nochmal. Ihr solltet unbedingt einen Blick auf unsere Jobbörse werfen, wo tolle, interessante Ausbildungsstellen in den letzten Tagen eingegangen sind. Vielen Dank.